Neue Folge, neues Glück, Schuldrecht 1,40. Wir befinden uns immer noch beim Anspruch erloschen, haben jetzt in den letzten Folgen die Erfüllung, die Leistung an Erfüllung statt und die Leistung erfüllungshalber, als auch die Hinterlegung durchgesprochen. Als nächsten Erlöschensgrund finden wir jetzt nun die Aufrechnung nach dem Paragraphen 387 fortfolgende BGB und eine zentrale Norm ist der Paragraph 387 BGB, welche zugleich auch die Aufrechnungslage darstellt. Schulden zwei Personen einander Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, so kann jeder Teil seine Forderung gegen die Forderung des anderen Teils aufrechnen, sobald er die ihm gebührende Leistung fordern und die ihm obliegende Leistung bewirken kann. Hört sich jetzt auf den ersten Blick sehr, sehr kompliziert an. Und viele Studenten haben auch Probleme mit der Aufrechnung, da sie die Aufrechnung nicht komplett verstehen. Sie verstehen nicht, was sie prüfen müssen und sie verstehen auch nicht, was im Gesetz steht. Dabei ist die Aufrechnung was ganz, ganz Simples. Das werden wir jetzt hier anhand des Aufrechnungsschemas und anhand eines Beispiels kurz durchgehen, warum das so einfach ist. Wie bereits gesagt, der Paragraph 387 BGB stellt die Aufrechnungslage dar. Innerhalb der Aufrechnung haben wir drei große Prüfungspunkte. Das ist die Aufrechnungslage, das ist die Aufrechnungserklärung, die in 388 BGB geschildert ist, und das ist der Prüfungspunkt kein Ausschluss der Aufrechnung. Sprich, die Aufrechnung darf nicht ausgeschlossen sein. Das ist in den Paragraphen 393 fortfolgende BGB geregelt. Die Aufrechnungslage, zu der kommen wir zunächst einmal. Wir haben vier Prüfungspunkte, die ich oben auch farbig unterlegt habe. Der erste Prüfungspunkt ist die sogenannte Gegenseitigkeit der Forderungen. Also der Punkt Schulden zwei Personen einander Leistungen. Was heißt das für uns? Das heißt für uns, dass der Schuldner der einen Forderung der Gläubiger der anderen Forderung sein muss. Heißt also ganz einfach, wenn wir einen Kaufvertrag haben, wo zum Beispiel der A vom B ein Auto kauft und wir haben noch einen anderen Vertrag, von mir aus einen Werkvertrag, wo der B vom A sich das Hemd schneidern lässt oder sowas. Da haben wir die gleichen Personen und beide Personen haben jetzt sozusagen, sind sozusagen einmal Gläubiger und einmal Schuldner. Einmal bezüglich des Kaufvertrags Gläubiger oder Schuldner und einmal bezüglich des Werkvertrags Gläubiger oder Schuldner. Hier wären gegenseitige Forderungen gegeben. Sprich, wenn zwei Forderungen bestehen und bei beiden Forderungen sind die gleichen beiden Personen oder ja, die gleichen beiden Personen nur jeweils Rollen vertauscht, sprich der Gläubiger der einen Forderung ist eben der Schuldner der anderen. Das meine ich damit. Also es ist ziemlich simpel, die Gegenseitigkeit der Forderung. Dann kommen wir zur Gleichartigkeit der Forderung. Bei Gleichartigkeit der Forderung heißt einfach, dass ja die Forderungen gleichartig sein müssen. Sprich, gleichartig sind zum Beispiel Geldforderungen. Das heißt, wenn beide Personen Geld haben möchten, dann liegt eine Gleichartigkeit der Forderung vor. Wann liegt keine Gleichartigkeit der Forderung vor? Nun ja, keine Gleichartigkeit liegt vor, wenn zum Beispiel der eine Geld haben möchte und der andere möchte irgendwie einen Befreiungsanspruch haben. Aber dieser Prüfungspunkt wird in den wenigsten Fällen wirklich problematisch sein. Also da müsst ihr euch wirklich nicht drum sorgen. Den könnt ihr meistens einfach so abhaken. Dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt und das ist der erste wirklich wichtige Punkt, wo man wirklich aufpassen muss. Denn jetzt kommt der Begriff der Gegenforderung und der Hauptforderung ins Spiel. Die Gegenforderung muss fällig und durchsetzbar sein. Was ist zunächst einmal die Gegenforderung? Die Gegenforderung ist die Forderung, mit der aufgerechnet wird. Oder auch die Forderung der Person, welche aufrechnen möchte. Heißt also, wenn irgendeine Person die Aufrechnung erklärt, dann ist das, also die Forderung, die diese Person hat, die die Aufrechnung erklärt hat, das ist die Gegenforderung. Und diese Gegenforderung muss zunächst einmal fällig sein, bezüglich der Fälligkeit Paragraph 271 BGB anschauen oder nochmal die unzähligen Videos, in denen wir die Fälligkeit schon besprochen haben, nochmal durchgehen. Und die Gegenforderung muss auch durchsetzbar sein, sprich der anderen Partei dürfen keine Einredeeinsprüche zu Seiten stehen. Das ganz kurz dazu.
Dann viertens brauchen wir das Bestehen und die Erfüllbarkeit der Hauptforderung. Was ist die Hauptforderung? Die Hauptforderung ist die Forderung, gegen die aufgerechnet wird, sprich die Forderung gegen den Aufrechnenden. Also das ist die Forderung der anderen Person, nicht die des Aufrechnenden, sondern die der anderen Person, die da noch verwickelt ist. Ganz, ganz simpel. Ja, und diese Forderung muss hier lediglich, die muss noch nicht mal wirksam sein, die muss einfach nur bestehen und sie muss erfüllbar sein. Das ist in den meisten Fällen natürlich gegeben. Dann kommen wir zur Aufrechnungserklärung, nachdem wir natürlich die Aufrechnungslage abgeschlossen haben. Die Aufrechnungserklärung muss natürlich auch erklärt werden. Das ist in den wenigsten Fällen wirklich das Problem. Und die Aufrechnung darf nicht ausgeschlossen sein. Hier sind besonders eine vertragliche Vereinbarung, dass die Aufrechnung wegen unter irgendeiner vertraglichen Vereinbarung ausgeschlossen sein könnte. Da müsst ihr im Sachverhalt darauf schauen. Aber es können auch gesetzliche Ausschlussgründe auftreten, wie zum Beispiel keine Aufrechnung gegen Forderungen aus unerlaubter Handlung oder auch keine Aufrechnung gegen unpfändbare Forderungen gemäß Paragraph 394 BGB. Den Paragraphen 394 BGB können wir an sich ja zumindest im Schuldrecht zunächst nochmal vernachlässigen. Da kommen wir schon mehr ins Sachenrecht rein. Der Paragraph 393 BGB könnte allerdings relevanter sein. Was ist mit dem Paragraphen 393 BGB gemeint? Mal angenommen, der A hat gegen den B einen Anspruch auf 4.000 Euro. Also A gegen B auf 4.000 Euro. Der B ist allerdings komplett insolvent und hat keine 4.000 Euro, sprich er kann dem A die 4.000 Euro nicht zahlen. Der A macht nun Folgendes: Der A nimmt sich einen spitzen Gegenstand und einen harten Gegenstand und haut dem B auf den Kopf, ja, um sich zu rächen. Der A hat jetzt nun gegen den B natürlich einen Anspruch auf Schadensersatz bezüglich der Schmerzen, die er erlitten hat, also bezüglich des Schmerzensgeldes und bezüglich der Heilungskosten und bezüglich wahrscheinlich auch der Dienstausfallkosten. Ja. Heißt also, dass der A jetzt gegen den B rein theoretisch eine Forderung hätte. Wenn der B jetzt aber aufrechnen möchte mit seinen 4.000 Euro, die ihm der A so oder so schon schuldet, dann geht das nicht, da hier die Forderung aus unerlaubter Handlung stammt. Ja, der B hat den A ja zusammengeschlagen. Deswegen geht das hier nicht. Das wäre natürlich komplett inkonsequent und man würde das Gesetz hier ausnutzen. Das geht natürlich nicht. Deswegen wurde der Paragraph 393 BGB geschaffen. Nur ganz kurz als Bemerkung. Kommen wir jetzt zu einem Beispielfall. A kauft bei B einen neuen Sportwagen zum Preis von 6.000 Euro. Als der B Zahlung der 6.000 Euro von A verlangt, meint der A zu ihm, dass er nur 600 Euro bekomme, da der A dem B vor 5 Monaten seinen Papagei Anton zum Preis von 5.400 Euro verkauft hat. Sicherheitshalber erklärt der A hier die Aufrechnung. Hat der B einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung in Höhe von 6.000 Euro von A nach Paragraph 433 Absatz 2 BGB? So, zunächst einmal müssen wir natürlich prüfen, also einen Obersatz erstellen, natürlich. B könnte nach Paragraph 433 Absatz 2 BGB einen Anspruch gegen den A auf Kaufpreiszahlung in Höhe von 6.000 Euro haben. Das ist ja immer das Gleiche, da müssen wir eigentlich nur uns diesen einen Obersatz merken, das geht ziemlich schnell, sprich wer will was, von wem woraus. Anspruch entstanden. Ist der Anspruch hier entstanden? Nun ja, A und B haben laut Sachverhalt einen Kaufvertrag geschlossen, dementsprechend ist der Anspruch hier auch entstanden. Unproblematisch. Anspruch erloschen. Der Anspruch dürfte nicht erloschen sein, des B. Er könnte erloschen sein aufgrund von Erfüllung. Ja, Erfüllung lag hier allerdings nicht vor, sprich der A hat dem B die 6.000 Euro noch nicht gezahlt. Deswegen liegt keine Erfüllung vor. Die Erfüllung bitte immer kurz anprüfen, das kann ich euch empfehlen, damit der Korrektor sieht, okay, er weiß, was er zuerst zu prüfen hat, nämlich die Erfüllung. Dann kommen wir zur Aufrechnung. Hier ist es ja so, dass der A gegenüber dem B einen Anspruch auf 5.400 Euro hat. Und es ist hier so, dass der A dem B dies auch sagt,
Sprich, es kommt hier eine Aufrechnung in Betracht nach Paragraphen 387 fortfolgende BGB. Und bei der Aufrechnung prüfen wir zunächst einmal die Aufrechnungslage und innerhalb der Aufrechnungslage natürlich zunächst einmal die Gegenseitigkeit der Forderung. Wie ist das hier? Hier ist es so, dass der A bei der bei den 6.000 Euro, dort ist er Schuldner, bei der anderen Forderung ist er Gläubiger. Andersrum ist es beim B, bei der 6.000 Euro Forderung ist der B Gläubiger und bei der 5.400 Euro Forderung ist er Schuldner. Also bezüglich des Kaufpreisanspruchs natürlich, ja. Bezüglich der Eigentums- und Besitzverschaffung natürlich genau das Gegenteil, das ist klar. Sprich, Gegenseitigkeit der Forderungen liegt hier vor, also Schuldner der einen Forderung ist auch der Gläubiger der anderen Forderung. Falls ihr an irgendeinem Punkt nicht mehr mitkommt, bitte kommentiert und dann werde ich versuchen, euch das nochmal näher zu bringen. Denn die Aufrechnung ist extrem wichtig für die Klausur. Also Klausurrelevanz ist sehr, sehr hoch bei der Aufrechnung. Ich hatte schon einige Klausuren mitgeschrieben und also ich will jetzt nicht lügen, aber in jeder zweiten bis dritten Klausur kam dann wirklich die Aufrechnung dran. Äußerst klausurbeliebt, äußerst klausurrelevant, auch bei den Profs. So, dann kommen wir zur Gleichartigkeit der Forderung. Beide verlangen hier Geld, das heißt, es liegen hier Geldschulden vor und die Gleichartigkeit kann auch hier bejaht werden. Das ist, wie gesagt, in den meisten Fällen unproblematisch. Dann bräuchten wir die Fälligkeit und Durchsetzbarkeit der Gegenforderung. Gegenforderung, welche war das nochmal? Das ist die Forderung, mit der aufgerechnet wird, sprich die Forderung des Aufrechnenden. Ja, die Forderung des Aufrechnenden. Wer ist hier der Aufrechnende? Der Aufrechnende ist hier der A, sprich also die Forderung, die vor 5 Monaten entstanden ist, die 5.400 Euro, die müssten fällig sein, ja, die dürften bereits fällig sein in Durchsetzbarkeit. Einreden des B sind hier nicht ersichtlich, sprich die Gegenforderung, sprich die Forderung des A hier auf die 5.400 Euro, die ist fällig und durchsetzbar. Sehr gut. Dann müsste die Hauptforderung bestehen und sie müsste erfüllbar sein. Hauptforderung ist die Forderung, gegen die aufgerechnet wird, sprich in dem Falle die Forderung des B gegenüber dem A auf die 6.000 Euro. Und die müsste bestehen und erfüllbar sein. Ja, die besteht und erfüllbar ist sie auch. Dementsprechend liegt hier auch ein Plus vor. Aufrechnungslage ist somit gegeben. Wir bräuchten eine Aufrechnungserklärung. Nun ja, der A erklärt gegenüber dem B hier die Aufrechnung. Das haben wir hier natürlich hier oben in dem Satz hier drin stehen. Ja, sprich, hier können wir auch ein Plus setzen. Die Aufrechnung dürfte nicht ausgeschlossen sein. Ja, Ausschlussgründe, vertragliche oder Paragraph 393, 394 kommen hier nicht in Betracht. Sprich, die Aufrechnung ist auch nicht ausgeschlossen. Dementsprechend greift die Rechtsfolge des Paragraphen 389 BGB, den lesen wir mal gerade zusammen vor, der stellt die Rechtsfolgen der Aufrechnung dar. Die Aufrechnung bewirkt, dass die Forderungen, soweit sie sich decken, als in dem Zeitpunkt erloschen gelten, in welchem sie zur Aufrechnung gegeneinander gegenübergetreten sind. So. Heißt also, dass die Forderungen gegenseitig erlöschen. Was für Konsequenzen hat das jetzt hier? Zunächst einmal haken wir nochmal den Anspruch durchsetzbar ab. Ja, der Anspruch ist natürlich durchsetzbar, denn der A hat hier keine Einreden über den B. Ergebnis. Zu welchem Ergebnis kommen wir? Ganz kurz, der B wollte natürlich 6.000 Euro haben. Der A hat natürlich jetzt erfolgreich aufgerechnet, gemäß Paragraph 387 verfolgende BGB. Und die 5.400 Euro werden jetzt von den 6.000 Euro abgezogen, sprich der B hat nur noch einen Anspruch auf 600 Euro vom A. Ja, also wir kommen zum Ergebnis, der B hat also nach § 433 Absatz 2 BGB einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung in Höhe von 600 Euro von A. Das ist das gesamte Ergebnis und das war es auch für heute. Wie gesagt, die Aufrechnung, wenn man sie einmal verstanden hat, extrem simpel. Natürlich sind die Klausurfälle etwas schwieriger als der Fall, den ich jetzt hier oben habe. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Ich habe einen Fall online gestellt zur Aufrechnung, den ich euch hier verlinken werde. Schaut euch diesen Fall an. In dem Fall wird die Aufrechnung etwas komplizierter dargestellt, etwas weiter ausgeführt. Und dort werdet ihr dann nochmal genau verstehen, wie man das Ganze durchgeht, falls ihr es jetzt noch nicht verstanden habt.
Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Paragraph 31.